Beispiel Vincent Kriechmeier im Hinterkopf. Zweifellos Alexander Ormod Kilde, der dann mit der 9 ins Rennen geht. Kriechmeier, Sieger hier 2019 mit der gleichen Startnummer, die er heute in dieses Rennen trägt. Ja, er ist ja einer, der immer gerne die Nummer wieder wählt. Halbe Sekunde. Ja, das ist viel. Aber er hätte die Startkurven auch nicht trainieren können. Das erste Mal jetzt oben abgezogen. Das Pseudo-Training gestern, das für ihn veranstaltet wurde, das ging ja nur 2 Meter zum Starthaus raus und dann war schon wieder vorbei. Gute Passage, ähnlich wie Meier, sehr gut über den Hundschopf gekommen. Ja, die Linie hat passt und da kennt er es auch. Von gestern natürlich. Oder kommt schnell mit dem Stämmer-Variant und nachher geht er frech auf Zug. Wo? Ja. Ja. Ja, das hat gut ausgesehen. Schon die Anfahrtgeschwindigkeit war super hoch. Die Ausfahrtgeschwindigkeit ist eine neue Kategorie. Ja, jetzt wird er da aufschliessen. Gutes Tempo auch in langen Dreien hinein. Und wenn er das trifft, hat die Unsicherheit dann angefangen vom Behat. Oh, er auch. Ein bisschen stark hineingelegt. Da hat er es gestern schon ein bisschen vergeben. Jetzt bringt er sich ein bisschen mehr Platz. Gestern wurde Kriechmeier 12. Ohne Trainingslauf. Mehr war da wohl nicht zu machen. Die Kurven haben wieder passt. Also heute sieht es definitiv besser aus in diesen Passagen hier. Zeitlich Vorsprung auf Voigts Tempo, auch nicht bei den 150, aber ein bisschen schneller bei dieser Speedmessung als der noch führende Beat Voigts. Was wählt er für eine Variante mit dem Silberhorn? Ja, viel mehr rein kann man dann nicht mehr. Auf dem Speed her, den die natürlich mitbringen. Und das Ziel ist. Das ist schon etwas für ihn. Da knallt er nachher. Unten liegt etwas drin im Vergleich mit Voigts. Oh, sehr direkt rein, sehr direkt. Ja, aber das ist schnell. Kriechmeier setzt sich an die Spitze.